weil ich ihn würde gerne in diesem Raum schiff. Und da wäre natürlich noch das Zimmer aller Zimmer, das Schlafzimmer auf Zimmer und ewig. That's where the magic happens, da passiert die Magie, wenn Sie wissen, was ich meine. Also ich wurde dann dort mit Magic-Karten-Spiel und Zaubertricks performen, aber egal. Das Schlafzimmer, die Wände aus feinsten Textilien, den Stoff, aus dem die Räume sind. Mit Pauken und Tapeten würden sich die Wände in Perfektion üben, es wären Wände, die förmlich schreien würden, I know what you want. Und egal, wie ich die Wände wende, sie wären perfekt. Und dann dieser Flur mit Piratenatmosphäre, der Flur der Karibik. In diesem Korridor wäre es einfach in die Gänge zu kommen, es wäre sogar Gang und Gäbe. Der Gang würde mir quasi zurufen, hey du! Gang. Das Beste, mein Traum aus der Rat ist keine Hypotheken oder gleich nicht so im fernen Osten, denn bekanntlich ist beispielsweise China das Reich der Mieter. Keine Frage, mein Haus gäbe den Tarif durch wie Oma Tarif und Tarifstoteles. Mein Haus könnte Residenz der Vereinigten Staaten werden. Ja, das wäre meine Fantasy-Location. Irgendwie fand ich dann aber, dass es alles schön und gut klang, aber dem Haus fehlte noch das gewisse Etwas und so strengte ich mich richtig doll an und plötzlich sah ich es vor mir. Oh, sieht Himmel! Ich habe magische Hände! Strange. Plötzlich sah ich es vor mir. Mein Traumhaus reloaded. Das Haus müsste aus Schokolade sein, fliegen können und der Pilot wäre Heidi Klum, aber ohne ihren blöden Freund, der immer so komisch quer in der Gegend rumschaut, da dieser Schiel. Mein Haus könnte Krebs heilen und Slams gewinnen, könnte Rechtspopulisten stumm schalten, dann hätte Hausfans wie Keris One, Rage Against the Machine, Herbie Hancock und Gisbert zu Knipphausen. Die Musik in meinem Haus wäre somit die einzige House-Musik, die gut wäre. Mein Haus und ich, wir wären beste Freunde, wir würden zusammen Fahrrad fahren, Beachvolleyball spielen und Nordic Walken. Aber ich ein bisschen wüsste, wie sowas, wüsste, wieso das bei Nordic Walking so für Übergewichtige hat? Die Lösung ist schon im Namen zu finden, das heißt auch Nordic Walking. Am Abend würde ich ein Haus und dich zusammen fernsehen. Dinge wie Dr. House, die Sendung mit dem Haus und Desperate House. Das ist kein Mitmachtext hier. Und dann, wenn ich müde bin, würde mich mein Haus in Schlaf wiegen. Yes, wiegen, wie es Barack Obama sagen würde. Mein Haus könnte Emos glücklich machen. Und würde ich dann töten, das würde alle anderen glücklich machen. Plötzlich merkte ich, dass ich gar nicht von meinem Traumhaus träumte. Während ich am Tisch saß, nein! Ich träumte von meinem Traumhaus, während ich auf dem Sofa saß. Da fehlte mir bewusst, egal. Gedanke, dass ich immer noch von der Zeitung und baute mir mein Luftschloss. Abrupt wurde ich vom Klopfen an der Tür aus meinen Tagträumen gerissen. Meine Eltern betraten den Raum und emotional, wie sie nun mal sind, nahmen sie mich in den Arm und sagten zu mir, wir haben uns unterhalten und gemerkt, dass wir nicht wollen, dass du ausziehst. Bitte, bitte bleib bei uns, du würdest uns zu sehr fehlen. Emotional wie ich bin, sagte ich, na. Ich als großer Italien-Fan werde in eine WG ziehen, denn es heißt ja, viele WGs führen nach oben.